Dieser besondere Heimspielmoment wird präsentiert von Bierdiertransporter aus Greven. 24 Stunden Express. Wir beliefern Firmen und Privatpersonen rund um die Uhr 24 Stunden lang. Groß- und Kleintransporte bundes- und europaweit, auch an Sonn- und Feiertagen. Bierdiertransporter jetzt auch mit zweitem Standort in Emstetten. Mittlerweile war hier eine halbe Stunde gespielt und das Derby bot den rund 350 Zuschauern, die bislang nur Magerkost. Dann aber passierte das hier. Emstetten im Ballbesitz und dann ein Rückpass von Dominik Wenkers auf seinen Keeper Schröder. Den verspringt der Ball und dann ist Luca Bötel zur Stelle und der schiebt hier am Ende locker und unbedrängt zur Mesamer Führung ein. Die Freude verhalten, denn Borussias Torsteher Lukas Schröder hatte sich bei der Aktion offensichtlich verletzt. Aus diesem Grund verzichtete Bötel auch auf den Torjubel und erkundigte sich bei Schröder nach dessen Gesundheitszustand. Schiedsrichter Hendrik Rottkott winkte die Betreuer herbei. Offensichtlich hatte sich Schröder schwerer verletzt und musste behandelt werden. Hier nochmal die Szene, die zu Mesamer Führung führte. Wenkers mit dem ambitionierten Flügel auf seinen Keeper, der kann die Kugel nicht sofort kontrollieren und geht beim Nachsetzen zu Boden. Schröder nutzt die Situation aus und vollendet, zeigt aber direkt an, dass der Treffer nicht sein Verdienst war. Hier nochmal aus der Hintertorkameraperspektive. Schröder springt die Kugel vom Oberschenkel etwas zu weit nach vorn und dann kann man anhand der Schmerzenslaute erahnen, dass es Lukas Schröder wohl übler erwischt hatte. Aus dieser Perspektive sehen wir, dass Schröder bei der Ballannahme mit dem linken Fuß böse umknickt und beim zweiten Schritt danach erneut. Das tut beim Zuschauen schon weh. Ob Bötel den Ball danach hätte lieber ins Ausschießen sollen, weiß ich nicht. Ich hätte ihn wohl auch reingemacht. Regeltechnisch war der Treffer jedenfalls in Ordnung und das Tor, es zählte ja auch. Jetzt war die Frage, wie würden die Mesamer mit dieser Situation umgehen? Während Schröder auf dem Platz behandelt wurde, ging SVM-Keeper Nils Wiedenhöf zu seinem Trainer und suchte das Gespräch. Dann ging Cello, wie Mesums-Trainer Marcel Langenström mit Spitznamen gerufen wird, in Richtung der Detner Verantwortlichen. Man tauschte sich aus. Für Schröder ging es leider nicht weiter. Er konnte aufgrund seiner Verletzung das Spiel nicht fortsetzen und musste das Feld verlassen. Wir von der gesamten Heimspiel-Community wünschen dir, lieber Lukas, die besten Genesungswünsche und hoffen, dich ganz schnell zurück auf dem Platz und zwischen den Pfosten wiederzusehen. Cello gab seinem Team kurz vor der Fortsetzung des Spiels noch ein paar letzte Anweisungen mit auf den Weg. Würden sie die Führung nun behalten oder ließe man den Gegner hier eventuell zum Ausgleich durchlaufen? Das war nun die Frage. Für den Verletzten Lukas Schröder übernahm Ersatzkeeper Niklas Koch den Platz im Emstettener Tor. Und während Koch sich auf dem Weg in seinen Strafraum machte, pfiff Referee Rottkort die Begegnung wieder an. Und Emstettens Wegmann spielte den Ball beim Anstoß direkt zu Wiedenhöft. Und der Ex-Borusse machte sich auf, um hier eine von der Seitenlinie ausgesprochene Aktion unter dem Beifall der Zuschauer zu vollenden. Eigentor, Mesum, neuer Spielstand, 1:1, ganz großes Fairplay-Kino hier im Hassenbrock. Tolle Geste hier vom SV Mesum, die den Vorteil, den sie durch die Verletzung von Schröder in Form des Führungstreffers erhalten hatten, wieder zurückgaben, indem sie hier ein vorsätzliches Eigentor schossen. Ich ziehe meinen Hut. Chapeau. Das gab so noch nie im Spiel der Woche. Nils Wiedenhöft ist der erste Keeper, dem in diesem Format ein Treffer gelingt, auch wenn es mit Absicht ins eigene Tor. Für mich ist diese Szene auf jeden Fall schon mal ein Heimspielmoment des Kalenderjahres 2022 wert. Und tolle Geste auch am Spielfeldrand. Nach dem 1:1 ging Gästetrainer Steffen Molitor zur Mesumer Trainerbank und bedankte sich persönlich für das Fairplay der Hausherren. In meinen Augen richtig stark, wie beide Teams mit der Situation umgegangen sind. Das hat für mich Vorbildcharakter. Zunächst einmal möchte ich das Vorwesungsstelle und die letzten Sieg und auch nochmal hervorheben, die Aktion im ersten Halbzeit nach der Verletzung von Lukas Schröder beim Tor. Das ist leider noch keine Info. Und ja, also das macht bestimmt nicht jeder. Also die Aktion ist auf jeden Fall ja, extremst herauszuheben. Also vielen Dank dafür, ein absolutes Fair Play. Und aller Ehrenwert. Danke. Und auch dazu, dass Nils Wiedenhöft sich da ein bisschen engagiert hat, dass er ein bisschen in die Wege geleitet hat, sollte man auch mal erwähnen. Also eine ganz tolle Geste.